Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke. Beim christlichen Jugendkongress Christiwel in Karlsruhe präsentierte sich allein schon das Wetter als ein echtes Highlight. Für rund 13.000 teilnehmende junge Christen gab es über die 5 Veranstaltungstage aber nicht nur Sonne satt, sondern vor allem jede Menge Programm. Seien es Gottesdienste, Bibelarbeiten, Kulturveranstaltungen oder gar zahlreiche Sportmöglichkeiten, etwa 500 Programmpunkte auf dem Messegelände und vereinzelt auch in der Karlsruher Innenstadt boten reichlich Gelegenheit zur bunt gemischten Tagesgestaltung. Ziel der Veranstalter: Raum geben für den gemeinschaftlichen Gedankenaustausch und das Vermitteln neuer Impulse für die christliche Jugendarbeit. Wir versuchen zum Beispiel, indem wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, sehr dialogisch zu sein. Es gibt wenig Vorträge als solches, sondern wir binden die Jugendlichen ein, lassen sie selber Fragen stellen, Antworten geben. Wir versuchen durch Nachwuchswettbewerbe für Musiker, Poetry Slams und sowas, auch jungen christlichen Künstlern eine Plattform zu geben, die eine ganze Einbindung von Kunst, Kultur, Hip-Hop, die ganze Lebensrealität von jungen Menschen versuchen wir auch abzubilden, weil auch so viele eben junge Christen sich in diesen verschiedenen Lebenswelten bewegen und denen auch einen Raum hier zu bieten. Ich sehe das Christiwel weniger jetzt als Führung eben in dem Sinne, dass hier Menschen versuchen, diese jungen Menschen zu führen, sondern dass es eher darum geht, dass Jugendliche und junge Erwachsene einfach Räume bekommen, also Gesprächsräume, Erlebnisräume, um für sich selber darüber nachzudenken, was führt mich oder was ist für mich richtig wirklich wichtig. So. Also um Orientierung für sich selbst zu gewinnen. Also eher Freiraum, Gesprächsraum, Gedankenanstöße, um eben über solche Themen nachzudenken. Neben der Rolle als Impulsgeber ist das Christiwel vor allem Informationsplattform. Ob missionarische Projekte in fernen Ländern oder das Aus- und Weiterbildungsangebot in einem der zahlreichen Verbände. Interessierte Christiwel-Besucher bekamen auf einer mit über 150 Ausstellern gespickten Infomeile nicht nur jede Menge Infos. Wer wollte, konnte sich bei der Gelegenheit auch gleich mit einem christlich gebrandeten coolen T-Shirt eindecken. Hippe Christen? Für den ein oder anderen alteingesessenen Karlsruher dann doch ein eher ungewohnter Anblick. Ja. Wurden auch gestern war das, glaube ich, in der Bahn von so ein paar Leuten angesprochen, die auf einer Vatertagstour waren. Und die haben danach halt so gefragt, hey, was seid ihr eigentlich für Leute? Und wir so, ja, wir sind hier auf dem Christi, wir sind alle Christen. Und die so, hä? Ihr seht gar nicht aus wie Christen. Und dann habe ich so gedacht, hä? Was war das denn? Also wie sehen denn bitte Christen aus? Also das kann ich nicht verstehen. Das Motto des diesjährigen Christiwels lautete übrigens Jesus versöhnt. Doch wer streitet eigentlich? Ich glaube, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, da sehen wir genügend Menschen, die miteinander streiten. Jetzt zuletzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr das ganze Thema Flucht und Migration, was ja auch an den Gemeinden zum Beispiel nicht vorbeigeht. Auch dort gibt es Spannungen, da erleben wir Menschen, die miteinander streiten. Dass es sogar manchmal in Familien hineingeht, dass es dort unterschiedliche Positionen innerhalb von Familien gibt. Aber auch, dass Jugendliche selber untereinander streiten. Die ganze Frage nach Mobbing, wie gehen wir miteinander um, wenn wir unterschiedliche Lebensauffassungen haben. Und hier hinein wollen wir eine christliche Perspektive reinbringen. Versöhnung. Ein Thema, das junge Menschen bewegt? Das hat mich sehr auch angesprochen, weil ich davon ausgehe, dass wir als Menschen immer wieder scheitern in unserem Leben, in unserem Sein, im Miteinander. Und Versöhnung ist das Wichtigste. Versöhnung ist nichts Einfaches. Also es ist einfach zu sagen, hey, tut mir leid, aber das auch wirklich zu meinen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Versöhnen schenkt Freude. Gibt wenig, was so viel Freude schenkt wie Versöhnen. Wenn man sich mal richtig versöhnt, fühlt man sich direkt doppelt so gut. Hat man direkt doppelt so viel Freude in sich. Schön gesagt. Das Christiwel hat seine Wurzeln in der in den 70er Jahren auch nach Deutschland gekommenen nordamerikanischen Jesusbewegung. Erstmals 1976 in Essen veranstaltet, wird es organisiert und getragen vom gemeinnützigen Verein Christiwel e.V., einem Mitglied in der Deutschen Evangelischen Allianz. Insgesamt fand der christliche Jugendkongress in diesem Jahr zum 6. Mal statt.
Der ökumenische Gottesdienst auf dem Schaufelraddampfer Mannheim hat Tradition. Am Aktionstag Lebendiger Neckar lädt die Gemeinschaftsveranstaltung Hafenkirche ein, zusammen auf dem Wasser zu beten und zu singen. Am Sonntag, den 19. Juni, ist dabei jeder willkommen. Der Beginn des Schiffsgottesdienstes ist um 11 Uhr. Gefeiert wird der Gottesdienst zusammen mit Schiffsseelsorgerin Anne Ressel. Der Schaufelraddampfer ist in der Quadratestadt wohl das größte historische Exponat und liegt direkt unterhalb der Mannheimer Kurpfalzbrücke. Von dort aus gehen auch die Fahrten mit dem historischen Polizeiboot und dem Kirchenschiff Wichern am Aktionstag los. Trotz guter Wirtschaftsentwicklung bleibt in Baden-Württemberg das Armutsrisiko hoch. Betroffen sind vor allem die Alleinerziehenden. Rund 45% von ihnen kämpfen mit der Armutsgrenze. Tendenz steigend. Das Fachgespräch Arm, Ärmer, Alleinerziehend sucht gemeinsam am 15. Juni in Stuttgart-Bad Cannstatt nach Strategien und Lösungsmöglichkeiten. Die Menschen, die in Armut leben, brauchen Hilfe und Unterstützung. Nicht nur Betroffene, aber auch Politiker und Fachleute treffen sich im Jugendhaus von 13 bis 17 Uhr. Sie werden dort gemeinsam diskutieren, welche Wege und Herausforderungen es für schnelle und wirksame Maßnahmen gibt. Jeder Engagierte oder Hilfesuchende ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Der Bodenseekirchentag in Konstanz und Kreuzlingen 2016 bietet für ein großes Publikum ein ungeheuer abwechslungsreiches Programm rund um die Themen Religion, Kultur, Glauben und Gesellschaft. Mit dem Motto »Komm rüber« laden Christen am Bodensee ein, ihre Kirche neu zu entdecken und zu erleben. Das Event startet am Freitagabend, dem 24. Juni, im Konstanzer Konzil mit einem Vortrag von Margot Kessmann, der ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Samstag, 25. Juni, gehört dem künstlerischen und musikalischen Programm. Über 150 Veranstaltungen bieten Workshops, Konzerte, Auftritte, Filmvorführungen und Gespräche sowie Kunst und Kultur. Auf dem Markt im sogenannten Pfalzgarten präsentieren sich 60 kirchliche und gesellschaftliche Verbände. Am Sonntag, 26. Juni, finden in Konstanz und Kreuzlingen ökumenische und konfessionelle Gottesdienste statt. Bevor der Kirchentag am Sonntagnachmittag zu Ende geht, können Sie schon morgens verschiedene Matineen besuchen. Die Abschlussveranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche in Kreuzlingen. Freitagabend, Viertel nach neun in der Freiburger Altstadt. Im Büro des Downtown Street Teams treffen sich Michael und Johann zur Besprechung ihres bevorstehenden Rundgangs. Hören, helfen, informieren ist dabei das Motto, dem sich die beiden für die kommenden Stunden verschrieben haben. Ausgerüstet mit jeder Menge nützlicher Giveaways für Partyhungrige, geht es hinaus ins Nachtleben des Freiburger Bermuda-Dreiecks. Bermuda-Dreieck ist hier ein Bezirk in der Innenstadt. Da gibt es einige Discos und Clubs und Kneipen, wo die Leute sich aufhalten, die nachts feiern gehen. Es hatte vor ein paar Jahren einen ziemlich schlechten Ruf. Da gab es ziemlich viele Gewaltdelikte und massiven Alkoholmissbrauch. Und das war auch die Zeit, in der unsere Arbeit entstanden ist, weil die Kirchen hier in Freiburg zeigen wollten, dass ihnen das nicht egal ist, dass sie helfen möchten. Wer jetzt glaubt, die in ihren roten Jacken durch die Freiburger Innenstadt ziehenden Teammitglieder seien in missionarischem Auftrag unterwegs, ein Trugschluss. Denn auch wenn sich das Projekt neben Zuschüssen aus dem Freiburger Haushalt und Spenden zu großen Teilen aus Mitteln der Evangelischen Kirche in Baden finanziert, Kern ist in erster Linie das Hilfs- und Aufklärungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene. Christliche Nächstenliebe praktiziert, nicht gepredigt. Als Downtown Street Team möchten wir Leuten helfen, die beim Feiern gehen in Situationen gekommen sind, in denen sie Hilfe brauchen. Wir möchten aufklären über die Gefahren von Alkohol und Drogen, auch über K.O.-Tropfen. Wir möchten einfach, dass die Leute feiern gehen können, ohne später irgendwas zu bereuen. Also der Glaube ist eigentlich für uns als Mitarbeiter Thema, weil das in unserem Leben eine Rolle spielt. Aber in den Einsätzen auf der Straße, da
halten wir uns da erst zurück, sondern es geht für uns erstmal um das, was die Jugendlichen mitbringen. Und wenn das gerade das Thema Glaube ist, wenn die das ja gerade auf dem Herzen haben und darüber reden wollen, dann sprechen wir darüber mit denen, aber wir zwingen denen jetzt nicht irgendwas auf. Ein Modell, das bei den Freiburger Partygängern ankommt. Versinken im Bermuda-Dreieck war gestern. Auf jeden Fall finde ich es gut, wenn es Leute gibt, ja, wo da interagieren und gucken, dass es einfach weniger wird und dass man was dagegen tut. Ja. Also auf jeden Fall super, ja, ganz klar. Ich habe auch schon immer so eine soziale Ader und deswegen gefällt mir das, wenn andere Leute sich so einsetzen und ein bisschen wie so Engel so ein bisschen mithelfen, dass eben Leute nicht ganz irgendwie abrutschen. Das finde ich definitiv cool, auch vor allem, weil sie Sachen weitergeben, die die Party sicherer machen, die nicht nur auf den Alkoholkonsum aus sind, sondern wirklich auch auf die Sicherheit aus sind. Besonders die sogenannten Spikies sind hier ein echter Renner. Dank der kleinen Plastikstopfen lassen sich Übergriffe mit Hilfe von K.O.-Tropfen zwar nicht vollständig ausschließen, erschweren Tätern aber durchaus die Arbeit. Gegen 2 Uhr nachts geht es dann für Michael und Johann zurück ins Büro. Hier werden noch einmal die Erlebnisse des nächtlichen Einsatzes dokumentiert, bevor es auch für die beiden heißt: ab ins Wochenende.